Hi Leute, was geht ab? Crypto Marco hier mal wieder mit einem lauten Anfang und einem Video über das tolle Thema Kryptowährungen, die Währung, bei der dein freundlicher Bankberater von nebenan nicht zugehört hat, weil er sich an deine Mutti ranschmeißen wollte oder irgendwie sowas. Naja, das Video, worum es heute geht, ist Genesis Mining. Und zwar habe ich einen begehrten Bitcoin Mining Account ergattern können. Und wie ihr seht, habe ich 2 Terahash Bitcoin Hashrate bekommen. Das bedeutet, dass ich mit der, ja, das, Hashes, das sind einfach nur Computereinheiten, die sozusagen möglichst objektiv Leistung darstellen sollen. Und Terahash sind ein bisschen größer als Megahash. Auf Monero habe ich nur 100.000 Hash pro Sekunde, auf Ether 500 Megahash und auf Bitcoin 2 Terahash, und das erzeugt folgende Menge an Bitcoin. Also wie ihr sehen könnt, seit dem 1. November ist das Ganze aktiv und am 1. November habe ich 0,00064180 Bitcoin generiert, was bei dem aktuellen Preis von, Moment mal, das machen wir ein bisschen anders. Solche Sachen muss man eigentlich natürlich immer vor dem Video vorbereiten. So. Also, der aktuelle Bitcoin-Kurs ist 7.362 Dollar und 75 Cent mal 0,00064180. Also ich habe 4,73 Dollar gemacht am ersten Tag und am zweiten Tag ein bisschen mehr. Jetzt machen wir das ganz genau, rechnen wir das aus, mal 0,00089945. Ja, also im Schnitt, wenn wir davon ausgehen, dass ich pro Tag 5 Dollar mache und der Monat 30 Tage hat, dann läuft sich das momentan bei dem aktuellen Wert von Bitcoin, der ja eigentlich nur größer werden kann, auf 150 Dollar pro Monat. Das kann ich mir natürlich nicht täglich auszahlen lassen. Also wie ihr sehen könnt, Amount of Bait is too small, Minimum Amount of 0,0015. Das ist das, was hier gemeint wurde, ist geschürft wurde, ist ein bisschen weniger. Aber Genesis Mining funktioniert im Prinzip so, du gibst Genesis Mining Geld, von dem Geld kaufen die sich Hardware, also Prozessoren, Grafikkarten in ihrem Werk in Island. Und weil dort halt einfach nur der Strom so günstig ist, lohnt sich der Betrieb des Ganzen überhaupt. Also die Schwierigkeit beim Bitcoin-Schürfen ist ja auch in einem Monat um 40% hochgegangen. Deshalb investieren sie gerade auch viel. Aber bei dem Wert da der Wert von Bitcoin eben dieses Wachstum auch deckt, sind die wirklich da ganz gut hinterher. Und es ist einfach nur, also Genesis Mining ist eine der Firmen, die einfach nur ein Problem hat durch das starke Wachstum. Weil so viele Leute derzeit Bitcoin-Verträge haben möchten, dass die einfach nur nicht hinterherkommen. Also es ist eine feine Sache und pro Tag ein paar Dollar durch nichts tun, ist es auch sehr angenehm. Kryptowährungen zeigen hier mal wieder, wie toll sie sind. Und ich werde ab und zu hier reinschauen und euch zeigen, wie Genesis Mining funktioniert, wie der Zwischenstand ist, etc. Und ich hoffe, euch werden diese Videos gefallen. Hoffe, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass einfach ein Like da, würde mich sehr freuen. Und bis zum nächsten Mal. Wenn du eine Frage hast, gerne in den Kommentaren die Frage hinterlassen und ich beantworte sie dir. Dein Crypto Marco. Ciao.